So, vielleicht sind wir mal hier überrascht. Ich habe noch das alte Medieval-Tutor. Und damit ihr jetzt nicht mal hier meinen, ich bin erst 2003 in der Turbo-Serie eingestiegen. Nein, eigentlich so 2008. Das war aber mein erstes Turbo-Spiel, das ich hatte. Es ist nämlich eine ganz nette Geschichte. Ich war im Laden und habe das Spiel zufällig entdeckt. So als 10 Euro. Ja, und als ich die Aufschrift gelesen habe, Männer bis zu 10.000, Schlachten bis zu 10.000 Soldaten, da wollte ich sofort. Es ist ein eigentlich sehr schönes und ja, tiefgründiges Spiel. Aber wenn man die neueren Turbo-Titel hat, dann motiviert es einen nicht mehr so zu spielen. Weil, ich zeig's mal kurz, für alle, die es vielleicht zufällig nicht kennen. Tja, wie man sieht, ein echt altes Spiel. Grafisch nicht so unbedingt auf den neuesten Stand, aber es besitzt ein paar Eigenschaften, die haben leider die neueren Total War Titels nicht mehr. Okay. Eins muss ich sagen, die Musik ist aber nicht schlecht. Jetzt habt ihr alle meine Tutorial-Titels gesehen, die ich habe. Mir fehlt eigentlich nur Alexanders Add-on und Shogun Total War 2. Ach ja, die Schlacht führe ich jetzt nicht wirklich taktisch, also wundert euch nicht. Nur einfach so nebenbei. Ja, ich bin, wie man einschätzen kann, ein Total War-Fan. Es ist einfach die Atmosphäre, die diese Spielereihe vermittelt, die Historigkeit und epischen Schlachten, die Mischung, die eigentlich sehr gute Mischung aus Echtzeitstrategie und rundenbasierte Strategie. Man führt seine Reiche in Runden, aber schlägt die Schlachten in Ausmaßen aus, wie es selten in Spielen gibt, in Echtzeit. Nun, dann komme ich jetzt mal dann weg von Turbo und komme zu einer vielleicht für euch nicht so bekannten Reihe. Ja, das ist Silent Hunter 3 mit einem Mod Living Silent Hunter Version 5. Eigentlich könnt ihr schon an der Seite entdecken, das Spiel handelt über den Zweiten Weltkrieg. Doch das Besondere an diesem Zweiten Weltkriegsspiel ist, wie ihr seht, es ist eine U-Boot-Simulation. Und man spielt, ja, konnte man jetzt wahrscheinlich. Es sind deutsche U-Boote. Es ist sehr aufregend, es kann sehr spannend sein und ist für mich das beste Teil des Silent Hunter. Das ist übrigens die Bismarck. Ich habe irgendeine Mission gestartet. Ja, darüber wollte ich auch ein Let's Play machen. Nun, ja. Mal schauen, wann ich darüber jemals ein Let's Play machen werde. Aber zumindest habt ihr es einmal gesehen. So, das ist Silent Hunter 4. Ja. Es ist ein amerikanisches, also es ist auch im Zweiten Weltkrieg, aber man spielt amerikanisches U-Boot im Japanischen, im Pazifik. Naja, nicht so begeistert davon. Es schlägt für mich nicht Silent Hunter 3. Ich weiß nicht, motiviert mich nicht so. Aber das Schlechteste ist Silent Hunter, das ist Silent Hunter 5. Ich hab's da nicht, aber was ich davon schon höre. Naja. Also, ich mag die Silent Hunter-Reihe sehr, aber ich schätze leider mit Silent Hunter 5 ist sie ziemlich den Bach runtergegangen. Das ist meine Einschätzung. Of him to his happy making sight. Also, ihr habt gesehen, ich habe Simulation, Strategie, aber auch den Shooter. Call of Duty Modern Warfare 2.
Meine Meinung. Na toll. Nein! Oh. Also, es musste jetzt gerade jetzt geschehen. Meine Meinung habe ich ja schon gesagt zu dem Spiel ein bisschen bei Call of Duty Modern Warfare 2, Force Battlefield Bad Company 2, also rede ich jetzt nicht länger über das Spiel. Battlefield Bad Company 2, was ich leider nur mit X-File aufnehmen kann, und wenn es aufnimmt, dann ruckelt oder lagt es sehr stark. Ich würde gerne Gameplay-Videos darüber zeigen, aber ich habe ich hab's eigentlich bei Battlefield Bad Company 2 VS Modern Warfare 2 erwähnt. Und auch meine Meinung zu diesem Spiel. Es ist jedenfalls, macht sehr viel Spaß. Ja, das waren eigentlich die Spiele, waren Spiele, die ich am meisten mag. Jetzt kommen ein paar anderen. Ja, auch dieses Spiel besitze ich. Star Wars Empire at War. Ein ganz nettes Strategiespiel. So viele Star Wars Spiele besitze ich nicht. Und ich kann jetzt nicht alle zeigen. Also ich hatte auch mal Star Wars Episode 1. Nicht versucht, aber Star Wars Empire at War. Star Wars Episode 1 Zug der Bedrohung hatte ich mal als Spiel. Ich hatte sogar ein Podracer Star Wars Spiel, wo man so Podracer Rennen fahren kann. Ja, und für die Wii habe ich Force Unleashed. Ja, es macht Spaß. Und es gibt dazu einen Mod, der das Spiel sehr verändert. Das zeige ich jetzt dann. Ja, das ist der Mod. Ihr seht, es ist ein Stargate-Mod. Es funktioniert wirklich hier ein eigenständiges Spiel. Man kann auch Galaxierungen machen. Hier ist so eine, ja, Gefecht. Es macht sehr viel Spaß, weil die Grafiken, Details sind beeindruckend. Nur hört man mal den Star Wars Sound. Zumindest habt ihr es jetzt einmal gesehen. Macht daraus wirklich ein fast eigenständiges Spiel. Ja, Star Wars Battlefront 2 besitze ich auch. Einige Star Wars Spiele eigentlich. Ich habe es mal gespielt, aber es ist eine Zeit her. Seit Battlefield Bad Company 2 und Call of Duty spiele ich es eigentlich nicht mehr. Aber irgendwie ist es ganz nett. Hat jedenfalls Spaß gemacht. Oh nein, Singleplayer wird nochmal langweilig. Stronghold 2, wie man sieht. Also das habe ich auch. Ja, es ist eher so ein Multiplayer. Ich hatte mal Stronghold 1, noch Crusader habe ich leider nicht mehr. Ich finde, die Ansätze waren gar nicht so schlecht, aber die Kampagne ist nicht wirklich motivierend und die KI ist eher lau. Ich würde euch noch gerne eine Karte für Multiplayer zeigen. Ich würde sie auch gerne mit jemandem testen, also ihr könnt mich da gerne fragen. Ja, das ist sie jetzt. Die habe ich für einen Multiplayer-Kampf ausgelegt. Und ja, leider spiele ich nicht so oft. Also ich würde sie gerne mit jemandem ausprobieren. Okay, dass ich irgendwann, wie auch gesagt, irgendwann ein Let's Play über Stronghold 2 machen würde, ist eher unwahrscheinlich, weil die Motivation da für mich nicht so hoch ist. Ja, dann zum nächsten Spiel. Okay, der Name steht ja deutlich und klar. Das Spiel habe ich auch. Ich habe es mal gespielt, jetzt spiele ich es leider nicht mehr so sehr. Aber ich würde, könnte mir vorstellen, dafür ein Let's Play zu machen. Und ich habe noch folgende Add-ons. Übrigens muss ich sagen, das ursprüngliche, also das, was ihr seht, das Hauptmenü fand ich am besten. Bei den Add-ons, naja. Okay, Warlord. Und Bound, das Wort für mich persönlich das beste Add-on dazu, weil es sehr umfangreich ist. Ja, ein mögliches Let's Play, aber das ist eine gute Frage der Zeit.
Ja, und damit beende ich es hier auch, weil das wird ein bisschen zu lang und ich möchte nicht drei Teile machen, aber ich glaube, damit ist es zu lästig für euch. Die letzten 5 Minuten nutze ich jetzt dann noch, um was zu sagen. Ja, hier sieht er mal den AVS-Video-Editor. Ihr seht praktisch den Abonnenten-Special Teil 2. Mit drin, wollte ich mal so zeigen. Ja, 5 Minuten. Okay. Also, was möchte ich noch sagen? Dass die Leistung meines Computers zum Beispiel eingeschränkt ist. Nein. Falls ihr euch wundert, die Hypercam-Auflösung habe ich anscheinend nicht ganz gut ja, hingekriegt, weil da unten ist irgendwie so ein schwarzer Balken. Ja, werde ich versuchen in Zukunft zu ändern, weil ich werde die Hypercam dann zu benutzen zu möglichen Ankündigungen, was vielleicht wichtig ist. Ja. Vielleicht, ihr habt jetzt nicht alle Spiele gesehen. Ich habe noch ein paar mehr, auch ein paar uninstallierte. Na, das wird einfach zu lang, glaube ich, werden. Und jetzt kommt danach die Medieval Zeitalter historische Schlacht. Ja, vielleicht welches Spiel ich demnächst mir sozusagen wünsche zu Weihnachten ist Just Cause 2. Das glaube ich, werde ich dann benutzen, vielleicht für mein 100. Also mein nächstes Special, Abonnenten-Special, würde bei 100 Abonnenten folgen. Ich weiß nicht, ob es so kommen wird. Es ist nicht auszuschließen. Mal schauen. Ja, danke an alle, die mich abonniert haben. Und ich hoffe, mich hier weiter abonnieren. Falls ihr jetzt Kritik habt gegenüber meinen Let's Plays, gegenüber vielleicht was nicht unbedingt ihren Inhalt betrifft, sondern technische Sachen wie die Upload-Geschwindigkeit oder allgemein, was meinen Kanal betrifft, könnt ihr es hier gerne stellen. Ich werde versuchen zu antworten, möglichst schnell. Ja. Und ich möchte noch was sagen, was vielleicht jetzt schon einige interessiert. Wie ist meine Meinung zu Steam? Und ich möchte auch meine Meinung zu Ubisofts Kopierschutz sagen, den neuen. Also Steam ist so eine Sache. Es ist an der Schmerzensgrenze, weil ich mag es aus eventuellen Sachen. Wenn man zum Beispiel, also ich mag es nicht aus eventuellen Sachen, wenn man zum Beispiel seinen Steam-Account gehackt wird oder verliert, dann sind auch die Spiele weg. Man wird zu Updates gezwungen und das ist jetzt vielleicht nicht so gut, weil manche Patch können ein Spiel kaputt machen, wo es vorhin stabil läuft. Man kann auch nicht die Patch sozusagen speziell nehmen, die Patch 1.4, 1.5 und so weiter. Also es ist für mich an der Schmerzgrenze. Ich hätte es lieber ohne Steam. Ja, und dann Ubisoft Kopierschutz, den ich eigentlich im Prinzip boykottiere, weil es gibt Spiele, die hätte ich mir eventuell geholt, wenn ich Ubisoft neuer Kopierschutz gewesen wäre. Die kommen nicht mal in meine Auswahlliste. Da ist zum einen Assassin's Creed 2. Das Spiel hätte ich eigentlich schon gerne, aber ich mache nicht mit bei Ubisofts neuen Kopierschutz. Und auch bei Silent Hunter 5, obwohl das eigentlich eh so schlecht, naja. Ich glaube, ich zähle jetzt nicht die Gründe auf, warum ich es nicht mag. Das könnte sich viele schon denken. Aber von hier aus könnt ihr mich dann als Kommentarsvideos sozusagen diskutieren mit oder wenn ihr Gründe erfahren wollt, dann schreibe ich das als Kommentar nochmal hin. Genau, und ich glaube, da habe ich alles. Ich wollte euch noch gerne den Speicherplatz meines Computers zeigen. Ihr seht, der war schon mal leerer.
Der wird langsam voll. Vor allem Aufnahmen kosten mich sehr viel Speicherplatz. Muss dazu sagen, eine Let's Play, ein 15-minütiges Let's Play, macht 1 GB aus. Das Video komprimiert, aber eine 4-minütige Aufnahme bei